So, Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren kleinen Horror-Game. Wir spielen heute VHS Video Horror Story. Ja, das Ganze ist ein Spiel, das innerhalb von so ein paar Tagen während so eines Wettbewerbs entwickelt wurde. Und im Spiel soll es wohl darum gehen, dass wir eben halt so zwei verschiedene Sichten haben, zwischen die wir immer hin und her switchen können und damit dann jeweilig immer andere Dinge sehen. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant und ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach mal auf Play und machen uns einfach mal selber ein Bild von dem Ganzen. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Wie gesagt, das wurde in so einem Wettbewerb entwickelt, also die hatten wohl nur ganz wenig Tage dafür Zeit gehabt, um das Ganze zu machen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. So, WASD, Maus zum Umschauen. Ja, das fängt ja gut an, Alter. Da höre ich direkt wieder irgendwelche Monster im Hintergrund. Geil, sowas liebe ich, ja. So, was haben wir denn hier? Change Frequency to Revel Up. Achso, genau, das ist nämlich diese Sicht, die wir anscheinend wechseln können mit der Maustaste. Ach, das müssen wir... Ach, genau. Okay, guck mal, und jetzt können wir hier nämlich die Möbel beispielsweise sehen. Ich weiß nicht, warum wir dann plötzlich Möbel sehen. Sind das magische Möbel? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und dann können wir... Okay, dann müssen wir nämlich immer selber versuchen, quasi das Signal immer zu bekommen. Das ist sehr interessant. Wenn ich jetzt hier lang gehen will, man kommt hier nicht durch. Die Möbel sind quasi nur unsichtbar. Das ist sehr interessant. So, warte mal, ich drücke mal. So, jetzt können wir die Möbel wieder sehen. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Das ist gemein gemacht, das ist gemein gemacht. Und mit der anderen Sicht, ich kann mir richtig vorstellen, mit der anderen Sicht sehen wir bestimmt nur die Monster. Das ist bestimmt richtig mies. Oh. Da hat wohl jemand eine Tomate gegen geworfen. Warum ist denn da Blut auf dem Boden? Soll ich hier... Okay, mit der anderen... Okay, mit der anderen Taste kann ich dann... Hi! Sie sehen ein bisschen mager aus. Wollen Sie... Soll ich Ihnen vielleicht mal was zu essen holen? Sie... Ah, gut, okay, wie es aussieht, hatte der schon was zu essen gehabt. Ich lasse ihn mal alleine. Ich glaube, das ist irgendwie... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das ein Kandidat von Germany's Next Topmodel? Ich weiß es nicht. Ich sollte mal lieber weitergehen. Oh ja, Blut ist immer ein schönes Zeichen, das... Und Arme. Arme sind auch immer eine ganz tolle Sache. Ich bleib mal in dieser Monstersicht. Wir machen die Tür auf. Ich möchte übrigens nicht in den Raum reingehen, ne? Das möchte ich nur mal kurz gesagt haben. Oh nein, hier sind Möbel. Warte. Ist schon cool gemacht. Und so können wir das Monster nicht sehen. Das ist echt mies. Das ist echt mies. Man könnte sich natürlich dann jetzt merken, ein bisschen einprägen, wo was ist. Aber selbst dann ist es noch ziemlich schwierig, möchte ich doch meinen. Aber es ist jetzt schon... Also, mir gefällt es bis jetzt echt gut dafür, dass das innerhalb von so ein paar Tagen gemacht wurde. Also, ne, Applaus dafür, möchte ich doch meinen. Manche setzen an so einem Horrorspiel mehrere Jahre dran und kriegen nicht mal richtig was gebacken, leider. Das sind ja meistens immer so einfache Sachen, ne? Du brauchst ja nur ein interessantes Konzept, das reicht ja manchmal schon. Vergesst die ganze Zeit umzuschalten. Ich weiß... Ich sollte vielleicht mal des Öfteren auf die Monstersicht gehen. Mann, jetzt komme ich hier nicht lang. Hier komme ich durch. Versuchen wir mal so ein bisschen Weg zu... Hallo! Wie sehen Sie denn aus? Hilfe! Hilfe! Mein Signal! Mein Signal! Mein Signal! Muss ich da jetzt lang? Das Vieh sah komisch aus. Ich weiß ja ungefähr, wie man hier lang gehen muss, zum Glück. Hat er da eine Krawatte an? Was ist das? Warum hat er eine Krawatte? Ich geh mal hier lang. Scheiße. Das ist ja gemein. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ja, nee, lass mal lieber sein. Das scheint mich aber irgendwie nicht wirklich zu sehen, ne? Ja, sie sind sehr schön, möchte ich meinen. Sieht ein bisschen witzig aus, das Monster. Mit so einem riesigen Kussimund. Das ging hier lang? Warte mal. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Frage ich mich. So, wir wissen ja, wie die Möbel stehen. Den haben wir jetzt voll im Blick.
kann ja auch nicht laufen oder so, das ist die Sache. Wo geht denn der denn immer ganz hin? Ach ja, ich sehe den ja gerade gar nicht. Stimmt. Ich dachte mir gerade, hä? Wo ist denn der? Warte mal, bis er um den Tisch rum ist. So. Das funktioniert doch ganz toll, wenn ich hier mal langkommen würde. Eureka? Nee, dieser blöde Sperrmüll hier überall, ey. Ist doch echt unglaublich. Da kommt das jetzt aber nicht hinterher, ne? Das finde ich nicht gut. Das finde ich ganz und gar nicht gut. Komme ich hier durch? Ja, hier komme ich durch. Ich bleib mal in der IKEA-Sicht. Okay, manchmal verschiebt sich das Signal auch von alleine. Hier ist eine Sackgasse, ne? Sackgassen sind nicht unbedingt eine gute Sache. Das Monster ist schön. Ja gut, okay. Wir wollen uns ja nicht zu sehr drüber lustig machen über dieses Spiel, ne? Es ist vom Prinzip echt cool. Es ist vom Prinzip echt cool. Ne? Und ganz ehrlich, es wurde innerhalb von ein paar Tagen entwickelt. Da kann man auch mal ein Auge zuzwinkern. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, nee, lass mal lieber. Ich bin noch ein bisschen unbeholfen beim Spiel. Ich weiß nicht, wie man das genau angehen soll. Das ist gemein, weil du gibst ja deine Sicherheit dann ja auch auf, ne? Hi. Der scheint aber auch ein bisschen blind zu sein, ne? So ein bisschen doof im Kopf. Aber das ist nicht schlimm. Das ist eine Tür. Türen sind mir eigentlich immer recht sympathisch, möchte ich meinen. Ich möchte durch diese Tür gehen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? So. Latscht er hier gerade wieder rum, oder? Kann ich die Tür zumachen? Nö, kann ich natürlich nicht. Hey. Der dürfte eigentlich keine Türen aufbekommen mit seinen komischen Hakenhänden. So, hier sieht es ja noch einigermaßen gut aus. Hier komme ich wieder durch. Hi. Du kommst jetzt hier aber nicht rein, oder? Bitte gehen Sie. Ich habe kein Interesse. Hey, ist schon auf, du blödes Signal! Mann! Echt unglaublich. Hi! Na? Wie ist so. Oh, das sind mehrere. Ich sehe nichts! Alter! Sie verarschen! Rein da! Geh da durch die Tür! Ich komme da nicht durch. Ich sitze hier gerade ein bisschen in der Sackgasse. Das Spiel ist irgendwie cool, aber irgendwie verwirrend. Übrigens soll das ja, glaube ich, auch nochmal ein bisschen überarbeitete... Na, klar, Alter, komm, das kennen wir doch schon, den Witz, ey. Ganz ehrlich. Was soll denn das? Hi, Hitman. Na? Ja, da ist wohl mein Computer abgeschmiert. Das tut mir jetzt natürlich leid. Entschuldigung. Aufnehmen tut er natürlich noch weiter, ist ja klar. Ich glaube, war das jetzt das Spiel gewesen? Thanks for playing. Doch, das scheint jetzt wohl das Spiel gewesen zu sein. Okay. Ja, war in Ordnung. War in Ordnung, muss man einfach sagen. War okay. War ein cooles Konzept gewesen. Vielleicht kann man dieses Konzept ja wirklich mal nehmen und mal wirklich in ein größeres Projekt wirklich mal einbinden. Ich muss jetzt aber leider sagen, ich fand es jetzt nicht wirklich gruselig. Es war eher witzig gewesen, aber gruselig war es jetzt nicht so. Weiß ich nicht. Aber das Konzept hat mir gefallen. Ich glaube, damit könnte man auf jeden Fall noch mal so ein bisschen, auf jeden Fall noch mal was Größeres draus machen. Sollte man machen, finde ich. Da steckt auf jeden Fall eine Menge Potenzial hinter. Ja, das war auf jeden Fall VHS, Video Horror Story. Ja? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ich glaube, diesmal war jetzt ein bisschen kürzer. Ja, rund ein bisschen mehr als 10 Minuten. Ich hoffe, das ist okay. Darf ja auch mal sein. Hey, komm. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, liebe Freunde. Bis dahin und tschüss. Euer Tobi.